Für alle Leute auf YouTube, falls ich hier Highlights hochlade auf YouTube, auch moin an euch und viel Spaß mit den Highlights. Wir nehmen natürlich eine Frau. Mann, das, sowas ist immer ganz gefährlich für mich. Ich kann, also erstmal bin ich ein ultra unkreativer Typ, also ich werde jetzt hier nicht irgendwie was krasses machen können. So von weit weg sieht wieder doof aus. Ich glaube, die Haare passen nicht. Können wir die Rüstung mal ausziehen? Okay, man kann anvisieren. Oh mein Gott, ich bin schon erschlagen. Man kann nicht ausweichen, keine Ausweichrolle. Alter, seht ihr diesen Wall of Texter? Aber kann man nur blocken oder kann man auch... Perfect Block! Kann man auch Ausweichrollen machen, die sehe ich nämlich nicht. R1 ist immer für deine erste Waffe und R2 ist für deine zweite Waffe. Ist also relativ einleuchtend und einfach, würde ich erstmal sagen. Was war das denn? Hey, hey, lass mich los! Kalantia. Oh, die sieht gut aus. So will ich aussehen! Können wir das Lager direkt wechseln? Für alle, die sich fragen, ey, wieso überspringt der Lou alles? Oh, es sieht echt gut aus. Aber es sieht echt gut aus. Auch Field of View, ne? Also, das ist auch nicht normal. Guck mal, was ich für ein Field of View habe, wie klein mein Charakter ist. Es ist so eine Mischung, so ein Twitter zwischen Diablo und, ja, Skull and Bones, wo du ganz nah dran bist. Oder New World, wo man auch sehr nah dran war. Man ist richtig schön weit weg, gefällt mir richtig gut. Und ich werde Magier. Vergessener Stab. Boah, das ist so langsam, dass das so langsam dauert, bis das da erscheint. Guck mal. Eins. Eins. Das, ich weiß, ihr heult wieder, ihr denkt wieder, der Lou heult hier wieder nur rum, aber... Ah, guck mal hier, Ticket für Servertransfer, okay? Aber das nervt mich schon. Verteidigungsfähigkeit, Wutangriff. Alter Schwede, was ist das denn für Wall of Text? Mystischer Schild. Oh, Junge, Junge, Junge. Auf Level 9 kommt das und dann geht's hier weiter. Und hier drüben passive Fähigkeiten muss ich leveln. Okay, jetzt habe ich es aber gecheckt. Und jetzt kann ich hier, bam. Kostet das Mana oder so? Oh ja, tut es. Aber kann ich auch Standardangriffe machen? Ja, kann ich. Easy, das kostet keine Mana. Ja, easy, geil. Okay, ich bin bereit. Rüste die Waffen deiner Wahl aus und zerstöre die Übungspuppe. Ah, zerstören, okay. Ach, guck mal, die macht alleine. Ich muss gar nichts machen. Und wie mache ich wieder Ende? Abwählen. Abwählen, ja. Ich hab Bock. Also, ich muss sagen, der erste Moment, die ersten Schritte, eine Mischung aus, es ist ultra cool und ich bin so ein bisschen vorsichtig, sagen wir mal so. Aber super positiv erstmal der erste Moment. Also, dass ich die ganze Zeit dieses Kreuz da in der Mitte habe, das, Sekunde mal, das muss doch auch weggehen, oder? Dieses Kreuz da, das Too Much Text, Menü, alles zu viel irgendwie. Es ist sehr overwhelming, auf jeden Fall, sehe ich auch so. Ah, oh, guck mal, sieht das schon cool aus, muss ich sagen. Und es läuft echt auch gut. Der kriegt so mein Feuer in die Fresse. Ich kann ich... Oh, schon down. Ich kann beim Zaubern laufen, das ist cool. Man kann auch ausweichen mit L. Es ist nicht nur... Ja, ja, es ist nicht nur blocken. Blocken nur, wenn man sich nicht bewegt. Ansonsten ist es ausweichen. Und das Fenster zum Ausweichen ist auch sehr... Ist auch sehr... groß. Ah, guck mal, hier ist auch meine Ausdauerleiste. Wenn die unter diesem Schildding ist... Dann kann ich nicht ausweichen. Throne and Liberty. Let's go. Oha. Digga, was geht hier ab? Digga. Junge, was geht hier ab? Also das ist ultra hackelig. Das kann ich euch schon mal sagen. Es ist wieder dieses alte Konsolenproblem. Und ich hasse es. Es fühlt sich überhaupt gar nicht schön an. Also Karte, Management ist scheiße. Also ich finde diese... MMO-Sache und dass so viele Leute da sind, natürlich cool, aber das ist zu viel. Findet ihr nicht? Mal kurz Hand hoch. Es ist nicht, also wenn nur die Hälfte da wären, wäre doch auch cool, aber es passiert hier so viel, dass du keinen Überblick mehr hast durch die, über die Stadt. Ich hoffe, das ändert sich später noch ein bisschen. Das ist mir ein bisschen too much. Aber ich bin auch schon alt, also bin dann leicht überfordert. Bist du... Nee. Wo mache ich denn Gilde? Müsste ja gleich kommen irgendwo, ne? Ich bin 50 Minuten drin, davon waren 20 Minuten Warteschlange und das war alles nur... Aber der erste, allererste Eindruck war bei New World um einiges besser, weil du direkt ins Kampfsystem reingekommen bist. Es hat sich übel belohnt angefühlt, du hast sofort Erfahrung bekommen. Digga, ich bin immer noch Level 1 nach einer Stunde.
Klar, es war nur Tutorial und das geht jetzt wahrscheinlich erst los. Es war am Anfang auch wuselig, aber nicht so krass. Guck dir mal ab, an, was hier abgeht. Da kriegst du epileptische Anfälle mit dem ganzen Hin und Her geporte und so. Das ist zu viel. Ja, also ich will nicht zu früh rumranten. Ihr weiß, dass ich, wisst, dass ich dazu auch so ein bisschen neige. Aber dass dieser Effekt, den ich bei New World hatte mit Leveln, Leveln, Leveln und Farm, 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 habe ich jetzt hier noch nicht. Das ist einfach irgendwie so wuselig, dass es total unübersichtlich ist. Und unübersichtlich nicht so geil. Ich hatte das eigentlich nur bei Ackermatch und so vermutet und nicht beim normalen Spiel. Ich dachte, das normale Spiel ist schon eher, ja, ich will nicht sagen entspannt, aber es ist, ich weiß genau, was ihr meint mit nicht ansprechend. Also, ich weiß ganz genau, was ihr meint. Wenn etwas zerschlagen, Bro, fühlt sich einfach zu viel an. Ja, voll. Stimmt, Yakuza ist auch gerade drin. Von den Leuten, die gerade drin sind, macht mal eine ganz kurze Pause an der Ecke und gebt mal euer erstes Feedback ab. Bisschen viel, aber denke, normal ist halt Start. Ja, das glaube ich halt auch. Finde es zum Einstieg etwas viel, aber wenn man drin ist, macht es schon Bock. Das denke ich nämlich auch. Zu viele Menschen, man hat nicht die gute Übersicht, wenn da alles, wenn da was liegt. Hast gleich 8 Skills, 4 pro Waffe. Und erstmal wird alles durcheinander. Ich denke auch, dass das jetzt heute Abend total erschlagend ist und dass es morgen dann entspannter wird. Auch, aber dass hier so viele Leute so, also was, guck mal, was hier abgeht, das ist zu viel. Wieder ein Level up. Ein Wertpunkt. Du kriegst für ein Level einen Wertepunkt. Und das, oh, guck mal hier, neue Fähigkeit. Ich kann wieder nichts, ich kann nichts machen. Ich kann wieder mich nicht bewegen. Wieso geht das manchmal nicht? Gilde, Leute. Gilde. Gilde erstellen. BK prüfen, Name verfügbar, cool. Was sehen wir denn hier, was haben wir denn hier? Wolf ist ganz cool, klar. Hauptfarbe, lila. 30.000 kostet der Spaß, Abfahrt. Die Gilde ist erstellt. Loose Liberty ist am Start, Leute. Kommt alle rein. Willkommen. Written bei Sweet Lou John. Ja, hier, Abenteuer, genau das ist es. Also, es gibt einen Hauptstrang, den habe ich jetzt ja schon verfolgt. Da gibt es auch Belohnungen. Hier kann man sich Belohnung raussuchen. Mystischer Hut. Mann, das ist alles so schlecht gemacht. Ich sitze da vorne, ich weiß nicht, was ich drücken soll. Guckt sich an. Ah, mit Viereck, okay, danke. Also, das ist Playtesting. Wieso verdeckt das das Viereck? Okay, und hier gibt es dann am Ende auch wieder was. Und so kann man halt, wenn man, ja, hier kann man halt am Ende, das ist gar nicht so viel, 10 Kapitel, Stufe 48, super. Und da gibt es auch Erkundung. Das hat nichts mit der Hauptstory zu tun. Das kann man so nebenbei machen. Es gibt also von Anfang an alle Missionen quasi, ohne dass du sie erst finden musst, mit Leuten reden musst, irgendwelchen Questmarkern, sondern du hast ja von Anfang an deine Aufgaben und ich könnte jetzt sofort gehen zur Erforscherin des verseuchten Regens Liana und das hier ballern. Und das finde ich eigentlich eine richtig coole Mechanik. Also das an sich, nur das jetzt als Einzelnes gesehen, finde ich richtig eine coole Idee. Habe ich so noch nicht gesehen in einem Game, dass du von Anfang an deinen Hauptstrang hast. Daneben hast du deine Nebenmission. Das finde ich echt übersichtlich und echt gut gemacht mit coolen Belohnungen hier. Das finde ich super. Und was mir auch richtig gut gefällt und ihr wisst, ich hasse es, dass man nichts lesen muss. Ich habe noch nicht eine Sache gelesen, na klar, ein paar Kleinigkeiten, aber noch nichts von der Story, weil mich das auch wieder nicht interessiert und ich weiß, die Leute auf YouTube rasten wieder aus, wieso der Lu sich da sich nicht mal ein bisschen was durchliest. Aber das finde ich tatsächlich ein guter Vorteil und ein sehr cooles Ding, dass man nichts lesen muss und trotzdem alles versteht. Ja, aber auch zu sportlichen Preisen. Ja, also den Shop finde ich echt sehr überteuert, also da ist alles, was wir so in den letzten Monaten gesehen haben, günstiger gewesen. Also, The First Ascendant günstiger, Diablo günstiger. Wobei, Diablo ist auch teuer. Und da reden wir nicht mal über die Qualität der Sachen. Ne? Also, ist schon teuer. Ich bin auch wieder ein Level hoch. Also, ich habe das Gefühl, die Missionen geben sehr viel mehr Level. Und ich sag euch ehrlich, wir hatten ja vor 20 Minuten, oh, es nervt. Und jetzt, es macht Bock. Also, ob dir die Aufmachung gefällt, das ist natürlich die eine Sache. Aber ich habe übel Bock. Also erstmal haben wir die Gilde. Das ist schon mal sehr cool. Da werden wir uns morgen bestimmt mit befassen. Aber dass du jetzt die Missionen, du ratterst jetzt die Mission hier durch. Das ist die Aufgabe. Mission durchrattern, die dir Belohnungen abholen und übelst reinleveln. Weil ich glaube, dadurch kriegst du die meisten Level. Also so langsam, wenn du erstmal reingekommen bist. Ich bin immer noch der Meinung, dass es sind zu viele Leute im normalen Gameplay. Im MMO-Bereich, also da, wo die Bosse sind, da kann ich es ja voll nachvollziehen. Aber wieso müsst ihr so viele Leute rumrennen? Ist doch voll viel. Ich spüre es, das macht jetzt auch viel mehr Schaden alles. Ah,
Doch, jetzt macht's Bock. Es macht Bock. Doch, 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 doch. Jetzt kommt's langsam. Es gibt aber, da bin ich ganz ehrlich mit euch, es gibt Dinge, die hier sind, die sind echt schlecht. Die Karte zum Beispiel. Das erschlagene Menü, zu viele Leute. Es gibt hier echt leider einiges, was ich nicht ganz so geil finde. Ob das sich später noch ändert, keine Ahnung. Aber jetzt gerade ist es alles nicht so super geil. Die Leute, die später starten, sind auf einem anderen Server, habe ich gehört. Also könnte ich gar nicht deine Gilder beitreten, oder geht das später immer noch. Es gibt direkt am Anfang ein Item, womit du den Server wechseln kannst. Hier. Ticket für Server-Transfer kriegst du umsonst 2 Stück. Und du kriegst auch direkt ein geschenkt. Hier. Ticket-Truhe für Server-Transfer. Also du kannst jederzeit den Server auch dann wechseln, wenn du dich auch vertust oder so. Das hier, finde ich, ist so ein geiles Feature, ne? Alle Games, wo man fucking Fallschaden hat und von Bergen nicht runterkam, was wir zuletzt gespielt haben. Star Wars Outlaws, Dragon's Dogma. Das, Junge, das ist der Shit. Das ist es. Das ist geil. Schnell von A nach B. Und das ist genau das, was New World nicht hat. Diese schnelle Hin- und Her-Bewegen. Das ist geil. The Demise of the Grey Fanged. Kapitel 2. Ich glaube, ich habe Kapitel 2 abgeschlossen. Ja, ich habe. Das war Kapitel 2, Leute. Digga, es ist wirklich so viel zu tun. Natürlich am Anfang total erschlagend. Aber ich glaube, später, wenn du erstmal einen Durchblick hast, dann ist es auch besser. Guck mal, jetzt kann ich hier wieder Sachen erhalten. Erhalten. Wenn ihr euch connecten wollt, in den Dings wollt, Fragen habt oder so, geht auf den Discord, kommt da rein. Wir haben da einen dedizierten Bereich für Throne and Liberty. Ich gucke da auch die ganze Zeit rein. Die Mods gucken da rein. Und wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Abend. Haut rein, Leute. Tschüss.